Okay, nächste Runde hier in unserem kuscheligen TV Rocks Bus. Heat Festival, Sonntag, das Wetter ist genauso bescheiden wie gestern, aber die Musik ist mindestens genauso geil wie gestern am Samstag. Bei mir hier der Francis von Subway, herzlich willkommen hier. Ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Wie war es für euch, euer Gig hier am Heat Festival, hat es euch gefallen? Nun, ich war gestern schon da und habe mir die ganzen Gruppen angeguckt. Gestern war doppelt so viel los wie halt eben heute, aber das heißt ja nicht, dass heute schlechter war von der Musik her. Leider waren nicht so viele Leute da, aber trotzdem hat es riesig Spaß gemacht und immer mal wieder kommen wir gerne hierher. Wir haben es auch gehört, also meinen Ohren hat es absolut geil getan, euer Gig heute. Hat mir richtig Spaß gemacht. Dafür, dass es der dritte Gig war, bin ich sehr zufrieden. Das kann man auf jeden Fall zufrieden sein, denke ich. Erzähl mal, wann kam denn eigentlich die Idee, Subway wieder aufleben zu lassen? Wann und wie? Ich habe ja nie aufgehört, die alten Mitglieder von Subway zu belabern und sagen, komm, lass uns nochmal. Aber irgendwie haben sich halt eben die Prioritäten verschoben bei den Jungs. Und gut, Anfang des Jahres habe ich dann gesagt, Leute, wenn ihr keinen Bock habt, dann mache ich es eben selber. Und haben mir von denen das okay geben lassen, weil das ist auch nicht unbedingt normal in dieser Branche, weil man weiß ja die Animositäten zwischen den Musikern, aber die haben mir viel Glück gewünscht und für einen weiteren Weg und das ist okay, was ziemlich wichtig war für mich. Und so hast du wieder angegriffen. So habe ich angegriffen, ja. Und nun gibt es ja auch neues Material. Wie schwer oder wie einfach war es denn, auch vielleicht die alten Subway-Vibes wieder aufleben zu lassen, oder waren die einfach immer da? Du meinst jetzt die alten Songs? Die neuen Songs mit den alten Trademarks vielleicht wieder zu verbinden? Ja, das hat eigentlich mit alten Subways überhaupt gar nichts zu tun mehr. Die Sachen von Subway, die alten, sind ja 7 Jahre her und in der Zwischenzeit, all die Jahre, habe ich ja im stillen Kämmerlein ja weiterhin Songs geschrieben, mit Subway eigentlich nichts zu tun hatten, sondern mit meinem Solo-Ding, Frenzy Soda Band. Und irgendwann kam halt die Idee, dass wir das Ganze halt eben auf Subway umfunktionieren. Mhm. Und die Songs, die ich eben geschrieben habe, haben wir dann übernommen. Und das heißt, das Material war von dir eigentlich längst da und ihr habt es dann adaptiert? Das Material, war längst da, bloß war es immer so, Ein Kampf, als was bringt man das jetzt? Als Fancy Soda Band, als Subway und im Prinzip hat mir den letzten Stoß der Eddie Freiberger gegeben und sagt, komm, mach's. Und naja gut, okay, diesen letzten Stoß habe ich auch gebraucht und jetzt eben Subway, gib's weiter. Sind wir wieder da. Wie schwer oder wie einfach war es, Mannschaft wieder auf die Füße zu stellen? Einerseits schwer und andererseits wieder einfach, weil das Album haben 2 Schweden eingespielt und die jedes Mal einzufliegen ist nicht so ganz einfach. Also musste ich mich ja um eine Live-Besetzung kümmern und das ging dann relativ schnell. Man kennt sich ja hier in der Szene in Stuttgart und das ging dann relativ schnell und die Leute waren da, haben das Bock gehabt und seitdem läuft es halt eben. Ja, den Eindruck hat man jetzt eigentlich auch, dass die Jungs dahinter stehen, dass es denen auch Spaß macht und dass das Ganze als Band, als Paket funktioniert. So ist es auch geplant. Es soll kein Projekt sein, sondern eine richtige Band dahinter. Wie geht's weiter? Was dürfen wir noch erwarten? Was steht so auf dem Zettel für die nächste Zeit? Zuallererst mal ist die CD vor einer Woche jetzt erstmal veröffentlicht worden. Die Kritiken, die sind überwiegend positiv. Und Songs sind jetzt auch schon in der Mache für das nächste Album. Darauf wollen wir jetzt natürlich keine 7 Jahre mehr warten, sondern die Songs für das neue Album sollen, bis spätestens April, Mai fertig sein, sodass wir wieder ein Jahr später das neue Album auf den Markt schicken können. Oh, dann also wirklich mit Vollgas Rock'n'Roll? Ich hoffe diesmal, dass es kein Patchwork wird, wie halt das Album, weil da wurde viel hin und her gefriemelt. Ich hoffe, dass es jetzt, man hört, dass es eine Band dahinter ist. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch ganz, ganz oft noch live hören dürfen in der nächsten Zeit. Also mir persönlich hat es super gefallen und ich denke, das Publikum wird mir auch recht geben, dass das richtig geile Geschichte war. Das freut mich, das ist ja ein guter Anfang. Mal gucken, was alles noch kommt. Dann bedanke ich mich, dass du dir kurz Zeit genommen hast hier für TV Rocks. Ich wünsche noch ganz viel Spaß hier auf dem Festival und keep the music alive. Danke auch, ja.